Hallo, und da sind wir wieder bei Minecraft. Ja, schon lange ist her, wieder mal frisch aufgestanden. Man sieht es ja schön an der Minecraft-Zeit oder an der Realzeit. 5 Uhr früh, also AM. Naja, mal gucken, was die Zeit so sagt. 5:18 Uhr, dann schauen wir mal. Aufgestanden? Nee, eigentlich nicht, aber egal. Noch immer wach. Wir werden uns mit folgender Mod beschäftigen. Ich habe jetzt noch zusätzlich mein Factory Reloaded, glaube ich, heißt der jetzt, drauf installiert. Und damit werden wir uns ein bisschen beschäftigen. Der fügt einige neue Maschinen hinzu, wie man hier sehen kann. Fischer, Harvester, Ranger, Fertilizer. Und. Keine Ahnung, was die alle machen. Chronotyper. Outenchanter. Ich habe wohl schon am öffentlichen Server, den ich habe, ja. Feed the Beast Server, den ich betreibe, habe ich schon ein bisschen mit dem Mod rumgetestet. Sind einige coole Sachen dabei, was man damit machen kann. Bin ich fest am Spielen am anderen Server, deswegen ist ein bisschen das Let's Play kurz gekommen, weil ich da ziemlich viel am Mods rumteste, beziehungsweise mal ganze Mods ein bisschen näher anschaue. Also dort spiele ich fast den ganzen Tag. Also wer Lust hat, kann auch mal vorbeikommen. Auf dem Server, alles dazu steht ja im Forum. Einfach ganz normal Feed the Beast, Dire Wolf. 21.52 Version, also eh schon die neue, was er rausgebracht hat. Ja, eigentlich gibt es ja jetzt auch schon die 1.62, aber dennoch 1.5 ist keine schlechte Version. So, was haben wir denn hier alles? Wir müssen mal rauf. Wir werden auf alle Fälle mal Folgendes bauen, und zwar brauchen wir am Anfang den Harvester, der ist mal eines der wichtigsten Sachen. Okay, das Rezept ist ein bisschen anders. Was ist das? Aha, okay. Okay, das ist gleich geblieben, heißt Gourmet. Also man merkt, es ändert sich schon etwas in den verschiedenen Mod-Versionen. So, dann brauchen wir irgendwo einen Induction Furnace. Hier haben wir einen. Weil am anderen Server sieht das Rezept ein bisschen anders aus. Ich kann mich nicht erinnern, dass diese Maschine hier war. Und die Shares kann ich mir auch nicht erinnern. Wobei, da sind zu viele Mods drauf, 102 Mods auf dem anderen Server. Also schon weniger als wie hier, aber trotzdem dennoch sind es viele. Die sind daher Wolf Pack. Und da kennt man sich halt auch dann nicht mehr wirklich aus. Ah, okay, das geht da ja auch nicht. Wie gesagt, ich muss mich da ein bisschen umgewöhnen. Ich bin ein bisschen was anderes gewohnt. Hier fällt mir der X-Button. Weil es doch eben die 1.5 ist, da sind doch ein bisschen andere Sachen noch drin. Wir haben gesagt, den schreibt mal rein. Sauer ist einfach. Den Harvester, den bauen wir. Schere, okay. Das heißt, Iron sollten wir haben. So in der Art. So, einmal, zweimal. Der X-Button oben fehlt mir echt extrem, extrem. Dann Sticky sollten wir auch haben, oder? Ich denke mal, dass wir da irgendwie was. Wow. Nicht so viel auf einmal. Gold. Naja, an Rohstoffen haben wir doch gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Ich dachte jetzt, da haben wir mehr. Da kann ich schon fast sagen, ich auf dem anderen Server habe ich schon mehr. Was ich relativ selbst gefarmt habe. Stein und Plastik. Ah, es geht ja alles hier nicht. Und Stone. Da haben wir. So, dreimal. Zack, zack, dann war die da. Der da, nee. Eins tiefer. So, und links und rechts die Schere. Genau, Harvester. Spitze. Den Kack brauche ich eh momentan nicht mehr. Der ist mal der Wichtigste. Weil wir sollten uns Rubber zulegen. Beziehungsweise, ja, Rubber haben wir eh relativ viel. Ja, aber trotzdem werden wir den verwenden. Für dich aber Setzlinge. Dann brauchen wir, haben wir hier sowas wie eine Redstone-Energiepipe? Nee. Also Energiezelle, aber ich glaube hier war eine. Vor allem, hat keine Lust weiter zu bauen. Das machen wir anders. So.
Hier unten haben wir unser System, da klauen wir uns einfach welche weg. Ist ja scheißegal. Dann brauchen wir noch eine Kiste. Was haben wir denn da so alles? Hier haben wir 40, nee, da craften wir so eine. Und was macht der Harvester? So wie es heißt, Harvester heißt Bäume fällen. Macht eigentlich das gleiche wie die Multifarm hier. Nur halt etwas schneller und effizienter. Wie gesagt, ich möchte den mal testen hier. Also hier ist es ja einfach. Bauen wir den am besten hin. Hier mal Great Wood. Können wir eigentlich hier hin platzieren? Nee, da ist blöd. Platzieren wir den einfach mal jetzt schnurstracks hier hin. So. Zack, zack. Und die Energiezelle hier daneben. Und schon fängt er an, wie man sieht. Output haben wir 100%. Irgendwas fehlt dir noch. Was weiß kein Mensch. Was fehlt dir denn jetzt noch? Im Normalfall ja nichts mehr. Das Upgrade braucht er normal nicht, oder? Normal. Naja, mach mal, hat ein Upgrade. Vielleicht braucht er es doch. Am anderen Server habe ich da ein Upgrade, deswegen weiß ich das jetzt nicht. Folgendermaßen, wie heißen denn die Dinger da jetzt? Vielleicht Upgrade? Genau, hier. Oh, great. So, Upgrade. Was nehmen wir da? Radius 5. Gucken wir mal, was haben wir? Diamant. Ja, das hört sich gut an. Rohrplastik. Haben wir da noch was von diesem Rohrplastik? Genau drei Stück, so wie wir es brauchen. So. So, dann mal einen Diamanten oben. Nee, nicht dich. Dich wollte ich haben. Und unten war irgendwie ein Nugget und Redstone. Goldnugget und Redstone. Haben wir das auch. Diamant Upgrade ist immer nicht immer gut, kann nicht schaden. Na komm raus hier, wenn er jetzt nicht schon angefangen hat. Ab und zu mal braucht er doch ein bisschen Zeit, bis er das registriert, dass da Bäume sind. Registriert anscheinend nicht so ganz. Vielleicht braucht er wirklich ein Upgrade. Anscheinend. Ah, jetzt macht er. Seht ihr, wie schnell er das macht? Er hat die ganzen Blätter. Und dann haut er das ganze Holz raus. Gleich mal gucken. Also er braucht Bitwurst Energie, geht auch mit Ethereum Energie. Okay, machst du weiter? Nicht? Nee? Doch? Nein? Nein? Nicht Creeper. Nicht bumm machen, Creeper. Nicht Maschine zerstören. Du nicht zerstören, ich dich zerstören. Wo ist denn der jetzt da? Weg da mit dir. So, dann tun wir hier ein paar Bäumchen platzieren. Ich weiß jetzt gar nicht, sind das überhaupt die, die ich meine? Nee, das sind die großen. Das sind die falschen, die wollte ich gar nicht platzieren. Aber wäre mal interessant, um zu wissen, ob er die auch abbaut. Ich wollte die komischen da, die wir ja jetzt. Ja, die haben wir ja gar nicht, die haben wir mal neu hinzugefügt. Okay, ist natürlich doof. Was Silverwood? Wie schaut's denn aus? Silverwood? Nee, warte. Das brauchen wir auch nicht. Was haben wir so? Great Wood, das wollte ich haben. Great Wood. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da schon haben. Great Wood haben wir noch gar nichts. Dann tun wir die mal pflanzen und wir brauchen Bohnenmehl, falls das geht. Haben wir da keinen? Okay, dann nicht. So. Ich hoffe, das klappt da. Diese Great Wood, die gehören zu
wie heißt das, Tomcraft. Damit arbeiten wir auch relativ viel am öffentlichen Server. Nee, das geht nicht. Dann lassen wir sie einfach so wachsen, dass sie dann 4x4 fällt. Machen wir da so ein noch. Soll ein zerstören, falls er wächst. Natürlich doof, weil hier keine gerade Fläche ist. Na egal. Also, ihr versteht, was der Harvester macht. Aufstellen, da kommt noch Slag raus. Das kann man noch weiterverwerten. Mache ich zum Beispiel einen anderen Server. Und hier sehen wir bekommen Holz und jede Menge Setzlinge. Ihr habt gesehen, das waren hier ein paar Bäume, aber wir haben jede Menge Setzlinge bekommen. Sogar das Gras hat er die Seeds abgeerntet. Nur mal zur Demonstration, was der Mod macht. Wir gehen schlafen. So, dann gucken wir mal weiter. Da gibt es noch einige coole Sachen bei dem Mod. Wie gesagt, hier fehlt das X eindeutig. Das nervt. Spinne, Spinne, wo? Ah, da oben. Gucken wir mal weiter. Nee, so finden wir das nicht unter Mindfactorization. Mal so suchen. Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite das war. Sollte man ja nicht übersehen können. Da. Das wäre der Schlaggeboiler, wo dann dieses schwarze Zeug, was der Harvester produziert, reinkommt. Und der macht irgendwas draus. Ich glaube, Erde, Sand, irgendeinen roten Block und Clay. Netherrack macht da. Und nee, keine Ahnung. Irgendwie so gewisse Sachen macht er daraus. Komposter ist auch nicht schlecht. Breeder Grinder. Grinder brauchen wir mal. Okay, der ist nicht so teuer. Den schaffen wir. Wir sind auf Seite 36. Grinder. So. Von den Grinder werden wir Plastikbisten. Goldschwert. Also Gold. Und hoffen, dass wir Sticky haben. 6 Stück. Na super. Wir brauchen 1, 2, 3, 4. 4 Stück sollten reichen, ja. Dann 4 mal diese komische Maschine da. Also Stein haben wir keiner. Achso, Stone, nicht Stein. Ist ja Englisch hier. 3 hatten wir eigentlich hier, ne? Na egal. Das haben wir dann. Bisten. Nicht boosten, sondern bisten. Also hier den Bisten. Hier das Schwert. Die 3 haben wir da rein, damit er rauscraftet. Hier unten das. Oben dreimal Plastik. Und ein Buch war das noch, ne? Bock. Viermal Grinder. Dann brauchen wir das. Ich muss nur kurz überlegen. Viermal Grinder Hammer. Oh nein, nee, das brauchen wir nicht, das auch nicht. Wir brauchen jedes Mal Stone. Zwar Stone Bricks am besten da mal. Ah, okay, da schmeißt er da oben rein. Und jede Menge Glas. Hartes Glas? Nee, normales Glas nehmen wir da. Dann brauchen wir einen Platz, wo wir das hinbauen. Puh, wir haben ja ziemlich viel Wald. Ne? Das ist alles scheiße hier. Und nicht wirklich eine Ebene. Hier wäre eine Ebene. Mal wieder sowas in der Chainsaw. Die haben wir nicht. Aber ich glaube, Tweakapitator, oder? Ja. Schön, schön. Der alte Tweakapitator funktioniert.
Das haben wir leider am anderen Server nicht, aber dennoch klappt's ja drüben auch. Oh, hier brauche ich nur einen Schlag. Bin ich Kreativmodus? Nö. Hui, das geht ja ratzfatz hier. Die Bäume. Zack, einmal angeklickt und schon ist er weg. Schon ganz ungewohnt hier. Man ist halt schon verwöhnt gewesen. Und man gewöhnt sich ja schnell an andere Sachen. Ich werde dann auch mal ein Video von anderen Server machen. So, mal zeigen, was wir da so bauen oder ich so baue. Ich sag, bin ich schon relativ weit dort. Machen wir einfach mal mit Holz zu. Wobei das wieder auch nicht schlecht auch schon. Wir brauchen mal ein Gebäude. Das. Im Durchschnitt. So groß sein wird. Ich schätze jetzt einfach mal. Nee, warte, kurz überlegen. Wir haben 4 Stück, dann machen wir anders. Das bauen wir anders. Bauen wir anders. Oder. Nee, das bauen wir so. Von der Länge her dann. Wo stecke ich hier? So. Zack, und hier wieder runter. Und hier zugemacht. Eins hoch. Dann kommt eine Reihe Glas. Beziehungsweise 2 Reihen. Dass das besser aussieht. So. Beziehungsweise später muss ich das eh noch höher machen. Nur jetzt vorerst mal 2 Reihen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir mal etwas weiterkommen hier. Mit dem Mod dann testen können. Das ist mal leider Voraussetzung, was ich hier baue. Deswegen schaue ich das so schnell wie möglich mal bauen, damit wir hier ein bisschen weiterkommen. Die ich euch noch ein bisschen zeigen kann und wir nicht hier sinnlos nur rumbauen. Zack, da haben wir es bald. Da kann ich ja ein, wie nennt man das eigentlich? Weiß jetzt nicht. Da werde ich ganz verrückt, wenn ich so baue. Gut. Dann haben wir hier. Flammen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puh, dämliche Zahl. Dann machen wir jetzt so. Falsch. Eins, zwei. Das heißt einmal hier. Einmal hier und einmal hier. Oder machen wir 2 noch. Machen wir 2. Dann haben wir schöne Abstände hier. Schaut ja fast gut aus. Fast schaut's gut aus. Mhm. Dann brauchen wir folgendermaßen. Wir brauchen eigentlich, ja, da brauchen wir unbedingt zwar einen, wie nennt man die jetzt? Okay, so viele Steine hätte ich gar nicht gebraucht. Zack, zack. Mit dem man die Kühe vermehrt. Das nennt ich Feeding Station. Feed Station, da ist sie. Oh. Das Rezept schaut auch ein bisschen. Ne, das war gleich. Stil. Oh, haben wir jede Menge, also klappt das. Die Rolling-Maschine war. Okay. Minecraft has run out of memory. Ah, ja. Minecraft hat bei mir hier 4 GB RAM. Na, okay. So, und da sind wir wieder. Komischerweise, keine Ahnung, warum das abgekackt ist. Hier haben wir noch Iron Blades, die brauche ich. Also, brauche ich nicht. Und zwar brauchen wir hier solche Teile. Da brauchen wir gar nicht so viele, aber egal. Oh, 4 Stück reichen eigentlich schon, weil wir brauchen eine Feeding Station, das sollte genügen. Den Kack brauchen wir jetzt nicht. Brauchen Gold Nuggets und eine Karotte. So. Zack.
Und Karotten haben wir ja. So, wie viel haben wir gesagt? Brauchen wir 4 Stück eigentlich, ne? 7. So, zack, das ist das. Und Wut an den Ecken. Und wo habe ich jetzt meine Karotte hingehauen? Wo sind die jetzt hin? Ah ja, wo wohl? Na super. Gold. So, zack. Dann nochmal von vorne. So. Zack. Da. Und habe ich den Helm runtergenommen? Ja, passt. Dann brauchen wir noch Karotte. Zack. Was ist denn hier? Also Dunkards sind unsichtbar. So, neues Stück. Gut, das heißt, dich in der Mitte. So. Okay, 2 Stück wäre ja auch nicht so schlecht. Dann wird. So. 2 Stück. Gut, dann brauchen wir Weizen. Und Kühe bräuchten wir dann, ne? Haben wir eigentlich. Mal gucken. Nee, haben wir nicht. Doof. So, Dinkerquick. Die brauchen wir. Ja, es ist Nacht, wir gehen schlafen. Gut. Wir brauchen noch einen Iron Tank, also den großen Tank, wo wir alles reintun. Und was wir noch brauchen, sind Kühe oder Schafe. Haben wir da vielleicht zufällig irgendwo was in der Nähe von den Viehern hier? Zufällig? Nix. Niemand hier, keiner da. Will mich mit mir keiner spazieren gehen? Ein Schaf? Eine Kuh? Nee, anscheinend nicht. Kurz überlegen, wie geht das? Wir haben da ja hier Schweine, die brauchen Seeds, ne? Oder was brauchen die Schweine zum Vermehren? Ich weiß das jetzt gar nicht. Oder ist das auch Weizen? Nee, das war Seeds oder Karotten? Gute Frage. Werden wir gleich wissen. Mal Seeds oder Karotten? Oder Kartoffeln nicht? Irgendein von den zwei wird schon sein, aber ich glaube, ihr Seeds waren's. Zip. Okay, irgendwie kann ich da nicht so fliegen wie gewohnt. Auch nicht? Ah, doch Karotten. Doch Karotten. So, dann kommt hier. Hier eine. Hier eine. So. Und so. Das waren jetzt Schweine. Ich bräuchte dann noch. Was haben wir noch so an Tieren hier? Schafe weiß ich jetzt gar nicht genau. Chicken. Ah, wobei Schafe haben wir hier. Keine mehr. Sind alle gestorben mittlerweile. Alle verreckt. Keine Ahnung warum. Und da sitzt eine Fliege auf meinem Monitor. Was mir natürlich gar nicht passt, aber egal. So, Schafe, ihr kriegt Weizen. Gut. Dann machen wir hier Weizen rein. Hier dich rein. Dann sollen sich die mal brav vermehren hier. Was wir hier dann genau machen, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, auf dem öffentlichen Server zu spielen, schaut einfach im Forum vorbei. Ihr ist eigentlich keine Whitelist drauf. Kann ja nochmal die IP unten in der Videobeschreibung posten. Einfach mal drauf joinen. Ihr müsst euch aber im Forum registrieren, um spielen zu können, also dass er freigeschalten wird. Aber ihr könnt als Gast mal einfach so durchschauen auf dem Server, was los ist. Wie gesagt, IP mache ich unten. Direwolf 20 Back 152. Die Version
1.1.3, also Modern i. Fast die neueste, es gibt wohl die 4, aber die ist noch die Beta-Version. Dann viel Spaß beim Schauen. Ein Daumen hoch oder runter, Kritik immer gern gesehen, solange sie gut ist, also dass sie auch was draus lernen kann. Und wir sehen uns. Also, ciao Leute, bis dann.